Hallo und willkommen bei FIFA 16 Trainerkarriere mit den FIFA Lenny HB. Guten Tag. So. Rechtes Mittelfeld. In der Bundesliga. Jakob. Kuba. Och, du Scheiße, der ist ein bisschen teuer. Douglas ist auch ein bisschen teuer. Wir gucken mal nach Hahn. Nee. Das ist auch ein bisschen teuer. Ja. Oh, das sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. Ja. Der könnte was sein. Kann man mal eine Anfrage rausschicken? Iron Robben gönnen wir uns. 91. Wie viel kostet der? Ja, nee, der ist viel zu teuer. Links. Links. Janik Bandowski. Die Werte sehen aber nicht so überzeugend auf der Seite aus. Der ist eigentlich Linksverteidiger. Eigentlich. Wir holen uns Kevin. Dann kriegen wir einen Kevin-Bonus. Flori, weißt du noch den Kevin-Bonus? Ja. Marco Reus. Gönnen wir uns auch. Oh. Da kann man. Wenn wir den kriegen würden, das wäre so lustig. Der sieht auch eigentlich ganz in Ordnung aus. Ja, weil er bei Dortmund spielte. Stimmt, einfach. Dortmund hat ein Auge für Talente. Ja. Großkreuz 7. Da dachte, das kriegen wir schon hin, Flori. Doch, das schaffen wir. Warte gut. Wir holen uns kurz einen kleinen Aufboost. Vorstand, wir bräuchten Geld. So um die 20. Nein, Viertelfinale. So. Direktaufstieg schaffen, komm. Für einen Direktaufstieg würden wir 20 wollen. Dann besorgen wir ihn auch den Direktaufstieg. Ich hab Flori. Ja, wir besorgen den. Überdacht. Da, aber bisher konnten sie mit ihr. Ja, wir konnten noch nicht so ganz überzeugen. Aber Kevin könnte man eigentlich mal gucken, oder? Lalavaya. Der kostet 7,5. Wer? Der ganz oben, der kostet 8,5. Aber der ist vielleicht noch jünger als Großkreuz. Ja, nehmen wir ihn. Wir können ja noch ein bisschen verhandeln. Für 1 Million weniger nehmen wir ihn. Wenn ich darauf packen, das mache ich immer so, wenn ich keinen Bock habe, mir Geld auszugeben. Fans glauben an Düsseldorf, ich aber nicht. Oh, kommt. Bisschen viel, würde ich mal sagen. Wenn er so viel will? Guck mal, wenn die von Top-Clubs kommen, verdienen die Top-Gehälter. Und wenn man einen Top-Gehalt verdient, Steig führt auf, nein. Deswegen, warte. Es ist ja der Stammspieler hier, wenn er nicht kommen will. Wir schaffen das schon. Das wäre dann Top-Verdiener im Verein. So, Karlsruhe, schwierige Einschätzung. Axel, sag dich doch. Ich sagte doch, er will kommen. Ist nicht irgendwie nur, weil wir ein bisschen mehr Geld draufgepackt haben. So, verunsichern. So habe ich es auch mit Bayern gemacht. Ich habe Bayern verunsichert und im Endeffekt haben wir dann gewonnen. Oh. 75? Ja. Geht klar. Warte, ja, okay, nee. Gut, dann gucken wir jetzt noch nach den Linksverteidiger von Dortmund. Vielleicht hat der auch ein gutes Rating. Will sich Schmelzer fürs linke Mittelfeld holen. Wir können uns Schmelzer fürs linke Mittelfeld. Nee, das ist Janik Bandowski. Ja, trotzdem machen wir den mal einen Anfang. Das ist ja auch noch nicht so alt. Wo war der andere? 22 geht eigentlich auch noch. Ja, bloß die anderen Spieler, ach, die sehen alle scheiße aus. Nee, der geht auch noch. Ja, nee, den kriegen wir nicht. Ach, man weiß nicht, ob er bei Schalke genutzt wird. Ach, Sané hat dieses Wochenende wieder richtig krass gespielt. 6, okay. 27, also würde ich sagen, ist schon in Ordnung. Flori, das reicht nicht. Doch. Das reicht. Wenn ich das sage, dann reicht das. Ja. Was du sagst, ist Gesetz. Ja, so, Schalke gewinnt Rennen, so. Und doch, da schaffen wir auch ein Angebot. Dürfte gar nicht so teuer sein.
Wenn die den nicht verkaufen wollen, so, wir machen mal auf 2. Die wollen den nicht verkaufen, das heißt, irgendwie, entweder entweder er Talent oder er ist einfach schon ein guter Spieler bei den Vereinen geworden. Aber erstes Spiel in der Warte, Liga. da stand irgendjemand verpflichtet James für 120, für 119 Millionen. Irgendein Verein hat James Rodriguez verpflichtet. Erstes Ligaspiel in München gegen Fürth. Und Fürth schon wieder. Wieso verlieren wir immer gegen Fürth? Weil die Fürth. Guck mal. Oh Linde! shit. Linde. Haben wir den nicht verpflichtet? Oder war es Leiva? Ich glaube, es ist eine Leihbasis von Düsseldorf. Okay. Ja, auf jeden Fall. Oh shit. Wir haben noch nie gegen Fürth 0 und 1-1 gespielt. Wir sind Doch, Boss. ich weiß nicht, ob ich ein 1-1 in den Folgen ohne dich geschafft habe. Auf jeden Fall. Erstes Spiel unentschieden. Fängt schon mal gut an. Eigentlich. Ja, okay, da. Wir Jetzt. riskieren es einfach. Zack. Die So. heißt Bandowski. Der heißt Janik. Inakzeptabel. Nein. Sorry, wir haben. Ihr bekommt dazu Wir kommen. noch. Wo ist unser alter Linksverteidiger da? Links hinten ist Mittelfeld Rama. Rama. Ihr bekommt dazu noch ein bisschen Rama. Der wurde. Der war schlecht. Nee, ich finde ihn gut. Abgelehnt. Akzeptiert! Guck, sag dich doch. Jeder will Rama. Mit ein bisschen Butter. Mit ein bisschen Butter kriegst du alle rum. So macht ihr immer Butterstulle. Ich esse keine Butter. Okay, Käsestulle. Ja, aber Butter esse ich nicht. Okay. Ja, nichts. Newcastle gewinnt Rennen um Danilo Pereira. Was? Was ist da los? Was hat er geschrieben? Roller, okay. Können wir ihn sagen? Einfach immer essentiellen Stammspieler rausdrücken. Und auch das letzte Gehalt rausdrücken. Für 491 Euro, das ist noch unser Dönergeld. Ja, genau. Können wir einmal der ganzen Mannschaft einen Döner spendieren? FC Oh. Bayern Hoffmann. Den müssen wir uns holen. Den gönnen wir uns. Wir gönnen uns ganz Barcelona. Wieso nicht? Die Liga, in der ihr Verein spielt, ist nicht abgehoben? Dann greifen wir hier doch zurück. Auf ihn. Wenn der andere abgehoben ist. Janik Bandowski, der spielt, er hat aber mal, der spielt in jetzt, glaube ich, noch bei 1860 München. Ja und? Nein, ablehnen. Linde, den können wir nicht gehen lassen. Der hat eben ein Tor für uns gemacht. Nein! Meins! Unser! Nicht verkaufene! Bochum! Boah! Haben wir gesagt, das hat mich letzte Saison so aufgeregt. Die Spieler sind alle so unfair reingegangen. Links holen wir einen Schmelzsalzersatz schnell. Ja, er ist kalt, Marcel. Ja, okay, wir haben keinen Verteidiger, dann nehmen wir rechts. Schwarz, schwarz blüht Florian. So, Bochum als nächsten Gegner. Bochum mit den Unentschieden gegen Heidenheim, wir gegen Fürth. So, Bochum jetzt mit Heimvorteil. Gül sieht gelb. Was denn, Lenny? Was, Lenny? Nicht. Was denn? Hat man was gehört? Nix, nix, nix. Hat man's gehört? Ich bin gut. Wir lachen logischerweise gerade, weil wir hinten liegen. Also nicht wegen was anderes. Ablenkung um Das ist alles nur Ablenkung. Was hat der? Wenn der nicht so eine hohe Rolle will, bekommt er auch nicht so eine hohe Rolle. das ganze Transferbudget. Nein, nicht alles. Wir wollen ja auch noch ein bisschen behalten. Wir Für brauchen auch noch Döner gehen. Dönergeld. Muss ich mir vorstellen, Florian holt sich jeden Tag 6 Döner. Sieben. 7. Seine Mutter sagt ja immer, ja, bring mir auch was mit. Ach, das war dein Döner. Guck jetzt auf einmal. Alle so geizig. Sind die vielleicht mit Johannes Geiz verwandt? Ne. Der war nicht.
Oh, jetzt wäre das Transfer-Video aufzustocken. Wir machen jetzt Plan Wen B. willst du jetzt gucken? Wir gönnen uns jetzt einfach Adler. Alles klar. Ach, wir den kriegen. Jeder mag Tiere. Wenn nicht, gibt es noch Plan B. Das ist Dortmund. Der ist 38 Zieler. Der würde auch noch gehen. Oh, Ziel ist ganz schön runtergekommen. Nein, das ist nicht wahr. Das ist nicht der von Hoffenheim. Ja, wie ich gesagt, der ist ganz schön runtergekommen. Der heißt doch Zieler. Ron. Den gibt's nicht mehr. Gib einfach Zieler ein. Zell. Robert. Robert. Robert Ziel. Ron Robert Zieler. Also müsste. Nö. Den gibt's nicht mehr. Warte. Torhüter. Erste Liga. Da wurde doch vorhin noch angezeigt. Ganz unten. Das ist er doch. Achso. AIE. Ah, wusste ich doch. Ja, Flori. Das wussten wir doch, Lenny. Ja, klar. Wir dürfen das, wir haben LRS. Wir wollten nur gucken, ob die Zuschauer das auch Ja, herausfinden. Zuschauer müssen Intelligenz beweisen. Ja. So, falls wir nichts kriegen, schicken wir ein paar Squads raus. Mal. Überhöht, ja, überhöht, die wollten so viel. 27. Kein Stück teuer oder so. Halt auch alle so viel. Ich kenne noch einen, der ist aber auch 38 und spielt bei Nee, Hamburg. nee, 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 Hamburg will viel, zu viel Geld. Den Zieler würden wir bekommen. Zehner! Mir doch egal. Wir müssen das reparieren. Genau. Haben wir jetzt Bandowski? Ja, genau da. Guck. 88. Hat sich gelohnt. Ja, er sieht sneaky aus. Wir haben jetzt zwei schöne Flügelspieler. Die bei Dortmund spielen. Ja, wenn. Sonst könnten die ja nicht schön sein, deswegen. Dann ist einer Leider. davon. Dann ist einer davon noch Pole. So. Und dann würde ich sagen, gegen Nürnberg die Tabellen. Elfter sind und wir als Tabellen 16. In 3 Punkten. In 2 Spielen ein Punkt ist in Ordnung. Drittes Spiel folgt zugleich. Hier ein Punkt, vielleicht auch zwei, wären schon in Ordnung. Ja. Ja. Ein Punkt kann man mitgehen. Warte, 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 warte. Und da sind wir wieder. Kurze Essensberatung. Wahlhin. Wir haben Rot gekriegt. Flori, wieso kriegen wir immer den Flori? Wir kriegen wieder die späten Gegentore. Aber es ist nicht so schlimm. Essensberatung ist wichtiger gewesen. Ja, ich hab's gehört. Ja, Lenny. Wie findest du unser heutiges Mittag? Für mich Frühstück. Ja, ich find's sehr schön, nice. Oh, kein Stück teuer oder so. Nein, nein. Hey, De Bruyne geht da eigentlich noch voll klar. Aber Rodriguez. Der neue CR7. Was hat der für ein Rating? Lass mal gucken. Ja, genau. Mann, mein Controller ist auch nicht mehr ganz heile. James Rodriguez. Rie. War ich eigentlich? Da. Ja. 92. Als ob der so hoch gegangen ist.
geht So eigentlich ein vor. kleiner Chrissy. Warte, wen wollte ich gucken? Da ist ein, übrigens, Wizard Army TV ist übrigens da. Ich weiß. Ich bin schon einer. Ah, gut. Wen, Mann, warte. Komm. Ich wollte eben einen suchen. Nee, ich habe ihn vergessen. Ihr müsst überlegen, ich will so einen suchen und jetzt ist er wieder weg. Also, ich habe ein langes Gedächtnis. Genau, er ist mir wieder eingefallen. Ob der überhaupt noch spielt. Also ich jetzt bestimmt den Tausender, der 1000 Euro kostet. So. Als auch, der hat sich auch gehalten, 87 noch. Den kriegen wir nicht. Er ist schon vom Preis runtergegangen, aber... Lionel Messi! Guck lieber nach Ronaldo. 95. 95 ist er noch und... Ronaldo hat eine 94. Messi ist immer ein Tick voraus. Okay. Ja, trotzdem wird Ronaldo mal meistens Weltfußballer. Dies Jahr ist es nicht. Ja. Aber die Vorjahre ist immer Ronaldo gewonnen. Und davor, bevor Ronaldo seine Glücksserie hatte, war Messi immer. Viermal. Ich glaube, vor Ronaldo und Messi war der lästige Spieler Kaká die Legende. Ja, und jetzt sind immer Messi und Ronaldo. Und irgendjemand, der zufällig gelost wird. Ja. Einmal waren 300 noch was Transferbudget, hier, Transfer ausgegeben. Da wurde Özil gekauft, Müller wurde verkauft. Alaba wurde verkauft. Ja, lass mich raten, Alaba ist nach Juventus Turin gegangen. Er war schon bei Juve, er wurde von Juve nach City verkauft. Alter, woher haben die das ganze Transferbudget? City investiert richtig. Herr Sit in Sit. City wird ja von den ganzen Ölscheichen und so gesponsert. Ja, City hat einfach so viel City-Geld. So, jetzt gegen die. Nein, da wollte ich nicht gucken. Genau, hier. Wir sind Tabellen 16. gegen den 10. Geht voll klar. Die Saison hat gerade erst begonnen. Nach 3 Spielen 2 Punkte ist besser als mit unserem Ex-Verein. Da haben wir immer 0. Beim letzten Spiel, da hatten wir 1 Punkt und sind damit auf Platz 10 gerutscht. So. Fandinil. Aber der Ausgleich. Ist gedreckt. Ja, einer von uns hat Elfmeter verschossen. München 60 hat Elfmeter verschossen. Wieso spielen wir nur unentschieden? Und der späte Gegentreffer. Unser Fluch ist wieder da, die späten Gegentreffer. So, weiter geht's. Fluch, fragt der Mann, ja, weil wir in der Tabelle mit in der zweiten Liga sehr gut stehen. Ja. Oder weshalb? Weil wir auf Platz 17 sind, sind wir deswegen so gefragt. Also das kann ich verstehen, dass wir als 17. sehr gefragt sind. Ich meine ja einen anderen Flo. Ja, die meinen locker einen anderen Flo FIFA. Es gibt locker mehrere Flo-FIFAs, die meinen irgend so einen anderen. Ja. Aber Ingolstadt, bitte, die haben ja richtig rasiert. Ja. Wieso kriegen wir immer die Schweren zuerst? Ingolstadt hat übelst gut gegen Dortmund gespielt. Oh, in Unterzahl sind sie da. Alter, bitte ein Sieg, dann sind wir Kings. Komm, halte das. Also würde ich jetzt in echt würde ich alles in die Defensive packen. Easy! So, jetzt sind wir 12. 12. 12. 12. Wir sind 12. Gegen Paderborn. Oh, gegen Stefan Effenberg, sein Team. Stefan Effenberg. Effe schlägt zu. Der Tiger ist wieder da. Wie wird Effes Team gegen uns spielen? So. Effe, falls wir gewinnen, es tut mir leid, falls du gewinnst. Gut gespielt. 3 Sachen in einer Minute. Ein Tor, eine gelbe Karte und eine Verletzung. Wie können die ein Tor schießen, in diesen Szenen noch eine gelbe kassieren und eine Verletzung.
Okay. Wenn es gäbe, hätten wir doch einen Freistoß. Keine Ahnung. Duisburg als nächsten Gegner. Den machen wir noch und dann beenden wir mit damit die Folge. Wieso gewinnen wir immer gegen diese richtig großen Clubs, die jeden 4-5-0 abschlachten? Gegen Bayern meinst du? Ja. So, Duisburg, last Gegner. Wenn wir da verlieren, dann. Nee. Duisburg ist eigentlich relativ. Bandorf, die gucken, nur weil ich sagte, dass wir ihn kaufen. Ja, Und weil ich wollte ihn auch. er ist sowas von nur so gut, weil er Pole ist. Janik, Wand. Das wird Lewandowski 2.0. So. Schieß, Meißner. Bitte. Verschossen Elfmeter von den Gegnern. Ah, oh, easy going. Dann würde ich sagen, wir werden nächste Folge gegen unseren Ex-Club spielen. Dann würde ich sagen, haut rein, lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. Und ciao.